Bonjour, bonsoir, salut, meine Freunde und herzlich willkommen zu Europa Universalis 4 in Europa Universalis 4. Okay, wir machen das nochmal, das schneide ich raus. Herzlich willkommen zu Europa Universalis 4 und Frankreich. Ich sollte nicht mit fremden Wörtern um mich schmeißen, wenn ich dann ganz durcheinander komme. Wir werden heute unseren Feldzug fortsetzen. Wir haben ja beim letzten Mal unglaublich viel geschafft. Wir haben hier oben annektiert in Irland. Wir haben hier in Schottland jede Menge eingenommen. Wir haben hier unten in Nordafrika jede Menge eingenommen. Das ist noch ziemlich frisch. Das heißt, da wird auch noch ein bisschen Rebellion rauskommen. Und ansonsten können wir uns jetzt wieder schöne neue Ziele suchen. Aber zuerst müssen wir hier oben mal ein bisschen aufräumen. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ich habe ja mit Savoyen geliebäugelt. Hallo Nepal! Ich habe ja mit Savoyen geliebäugelt, das mittlerweile nicht mehr zum Heiligen Römischen Reich gehört, wie auch der Rest hier von ganz Italien offenbar. Das heißt, wir könnten, wenn das denn irgendwie möglich ist, uns eventuell hier nach unten ausbreiten. Wir sind immer noch Best Buddies mit dem Osmanen. Da kann uns keiner was. Und ich glaube auch noch mit Kastilien, oder? Ja, immer noch mit Kastilien verbündet. Das passt also alles. Wie sieht es denn aus mit den, mit unseren Rivalen? Wir können wieder einen Rivalen setzen. Das ist aber jetzt nur Kastilien. Das ist jetzt auch blöd. Das ist natürlich jetzt blöd. Den will ich jetzt nicht unbedingt verärgern, indem wir ihn als Rivalen festlegen. Portugal ist hier unten schon wieder am Krieg führen. Schon wieder gegen Rebellen. Offenbar. Gut, also wir können auch noch, ich glaube Tunesien stand noch auf der Speisekarte. Tlemcen nicht. Und hier rein, ich weiß nicht, müsste hier nicht irgendwo ein Weg runtergehen. Hier müsste doch eigentlich ein Weg durchgehen, durch hier vorbei am Ödland. Weiß nicht, wieso das nicht aufgedeckt ist. Vielleicht müssen wir das erst irgendwie durch Kolonisierung entdecken. Gut, wie sieht es denn aus armeemäßig? Wir haben hier oben unsere leichten Schiffe, die aktuell Schutz des Umschlagplatzes Bordeaux machen. Ja, das können die auch weiterhin machen. Wir haben hier oben keine Armee. Wir haben alle Armeeeinheiten hier unten, oder? Wir haben hier 27.000, wir haben hier 20 Transportschiffe, die wir erstmal stilllegen. Wir haben hier 18 und 22. Wir sind jetzt... Oh, unsere Rekrutenreserve ist noch sehr mau aktuell. Das heißt, wir werden hier erstmal aufbauen, denke ich mal. Hier ist schon komplett vollzählig. Hier sind wir auch komplett. Oh, wir haben ja überhaupt keine Verluste mehr. Das ist ja noch besser. Aber ich dachte, wir hätten viel mehr Einheiten. Mir geht irgendwie eine Armee ab. Ich dachte, wir hätten 24er Stacks gehabt. Ach so, was, wir müssen eine Provinz kolonisieren, dann geht da ein Weg durch. Okay, aber wir haben ja, wie kann man denn hier eine Provinz kolonisieren, wenn nichts angezeigt wird? Hier ist ja wirklich nur Terra Incognita. Hier unten sehen wir ganz leicht hier Ansätze von Provinzen. Und hier auch noch. Aber das sieht hier für mich sieht das auch wieder noch wie so Ödland aus hier. Na gut, wir werden einfach mal abbauen. Ah, okay, Moment. Ah, weil wir hier noch keine Kernprovinzen haben. Deswegen. Die speziellen Generäle, die das aufdecken können, das müssten ja dann eigentlich die der Idee des Kolonialismus sein. Die Deckerideen hier. Erlaubt es uns, mehr Kolonisten zu entsenden? Bekommt man denn standardmäßig Kolonisten, auch ohne Entdeckerideen? Das sieht fast so aus, als würde man auch ohne die Entdeckerideen einen Kolonisten bekommen irgendwann. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht klappt das ja mit dem Kolonisten dann. Gut, also wir machen hier die Kernprovinzen fertig. Wir haben noch zwei, die wir nicht machen können aktuell.
weil die noch nicht angrenzt offenbar. Das heißt, wir müssen hier warten. Und wir haben, oh, wir haben große Überdehnung von 90% jetzt schon. Eieiei. Von 90%, über 100 darf man nicht kommen oder sollte man nicht kommen. Ich hoffe, das geht jetzt relativ schnell wieder zurück. Und jede Menge Unruhe natürlich auch. Das hält sich aber in Grenzen. Da sind wir erst 20% hier. Ja, passt auch noch alles. Waffenruhe endet mit Portugal, England, Cornwall. Cornwall? Die gibt es doch gar nicht mehr. Ich dachte, die hätten wir schon vassalisiert. Ah, okay. Es gibt Cornwall schon noch, aber ist jetzt ein Vasall. Stimmt. Und da müssen wir ja noch warten, bis die quasi einige Zeit unsere Vasallen sind. Und dann können wir die erst wieder integrieren. Hallo, Kevzog, der König von Preußen ist da. Was haben wir denn noch? Wir können Provinzverbesserung bauen. Momentan sind wir im Minus. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen, damit hier was vorwärts geht. Nationale Entscheidung verfügbar. 2 Stück Blasphemie-Akt. Macht Blasphemie zu einem gebräuchlichen Gesetz. Gotteslästerung darf man nicht mehr betreiben. Das andere ist, unternimmt einen weiteren Schritt zur Vereinigten Kirche, indem ihr die Leute zum Kirchengang zwingt und die Gottesdienste und Gebete im Buch des gebräuchlichen Gebets zusammenfasst. Missionarsstärke plus 1. Hier oben auch Missionarsstärke plus 1. Wir brauchen aktuell, na gut, hier unten, hier müssen wir mal wieder Quarantäne machen. Okay, wir verlieren offenbar jede Menge Ansprüche. Hier unten wahrscheinlich, wenn ich da mal auf die Religion gehe, da ist jetzt eher so ein Mischmasch, ne? Das ist jetzt nicht katholisch, das ist dann... Holland überträgt nicht länger die Handelsmacht an Frankreich. Wusste gar nicht mehr, dass wir das hatten. Was haben wir denn hier unten? Religion sunnitisch. Aha, okay. Das heißt, eventuell müssen wir hier doch dann einen Missionar dann runterschicken. Ja, dann machen wir das mal mit der Missionarstärke, würde ich sagen. Toleranz, Heretiker, minus 1. Förderkosten, das ist halt, oh, das war das, was wir schon hatten. Die Förderkosten plus 10% für Institutionen. Wir nehmen mal das hier oben, Toleranz, Heretiker, das hört sich gar nicht mal so schlimm an. Gut, Condottieri will Dänemark. Ist Dänemark jetzt eigentlich schon... Schweden ist immer noch... Oh, nee, immer noch kein... Befreiungskrieg, ist immer noch Juniorpartner, aber Freiheitsstreben von Schweden beträgt 100%, das heißt, da wird es nicht mehr lange dauern, bis die mal was hier in die Wege leiten und dann können wir uns vielleicht auch mal hier oben breit machen. Okay, die sind jetzt gegen Moskau im Krieg, das schaffen die das hier? Moskau ist ja riesig groß. Kannst der Cornwall später ein paar Provinzen von England füttern? Ja, können wir machen. Wenn wir England wieder angreifen, auf alle Fälle. Und das ist ja unser erklärtes Ziel. Was? Wer hat unsere Grenzen überschritten? Was machen die denn hier? Die irdische Nationalisten, um die müssen wir uns ja gleich mal kümmern. Wo die auch immer herkommen jetzt. Also England werden wir auf alle Fälle einnehmen. Ziel ist jetzt ja, ich sage es nochmal, hier komplett den Bereich blau zu machen. Das ist das Ziel für den Durchgang. So, jetzt hat er hier schon kontrolliert, bis wir hier unten ankommen. Hat denn Tunesien... Oh, Tunesien ist verbündet mit dem Osmanischen Reich. Die würden aber jetzt hier gar nicht mitmachen. Das heißt, die könnten wir uns als nächstes schnappen hier oben. So, hier haben wir dann noch Tmentlemcen. Das müssen wir dann auch noch mitnehmen, wenn der Waffenstillstand ausgelaufen ist. Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht Krieg führen momentan. Wir haben ja, wir schrammen jetzt immer so dermaßen knapp an der Grenze entlang. Mit der aggressiven Expansion. Wir schauen mal. Das müsste ich unter Diplomatie finden.
So, hier ist er fertig. Wenn die Toleranz um 1 sinkt, haben alle Provinzen anderer Religionen mehr Unruhe und geben weniger Steuern. Na gut, aber die wollen wir ja eh jetzt mit der Zeit dann konvertieren. Da wird überall noch, werden hier überall noch Kernprovinzen aufgebaut. Genau, und sobald wir die Kernprovinzen haben, können wir den okay. Basismissionarstärke, jetzt müssen wir mal schauen. Das wird sich zum Beispiel hier gar nicht erhöhen. Eieiei. Dann bräuchten wir theoretisch doch noch die andere Entscheidung auch. Kolonialismus förderte somit die technologische... Ach so, die Provence ist das. Wir können leider noch nichts fördern, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir verlieren immer noch Kohle. Ich fahre jetzt trotzdem nochmal die Burg runter. Auch wenn wir dadurch wieder Armeetradition verlieren. Habe ich ja beim letzten Mal gelernt. Aber wir brauchen einfach Kohle, Mensch. Ah, immer noch minus 0,68. Haben wir so teure Berater drin? Oh ja, 2,5 Dukatenberater drin. Eieiei. Da müssen wir mal wechseln. Das geht so nicht. Die können wir uns halt nicht leisten jetzt momentan. Nehmen wir den mit der Unterhalt, der ist doch ganz gut. Und der kostet auch ganz wenig. So, auslaufender Kriegsgrund, Holland-Handelskonflikt. Na gut. Ich soll schauen, ob es einen Berater gibt, der Missionärsstärke senkt. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wir schauen mal kurz. Spionage, Handel, Prestige, Steuereinnahmen. Und beim Militär wird er ja nicht dabei sein, denke ich mal. Okay. Gut, ich wollte eigentlich jetzt nochmal kurz die aggressive Expansion prüfen. England ist schon ziemlich gut dabei. Minus 137 haben die. Österreich minus 33, das geht noch. Hier unten minus 84, das ist auch okay. War da nicht irgendwie Munster war noch mit dabei und Schottland. Minus 50 haben die. Minus 62, genau. Wahrscheinlich müssen wir hier unten weitermachen. Damit die hier oben erstmal wieder zur Ruhe kommen. Tlemcen, haben die denn noch irgendwie Verbündete jetzt? Ach, die sind jetzt im Krieg mit Tunesien. Oh, da werden sie ja heillos verlieren. Wir könnten sie jetzt unterstützen, indem wir die Bauern hier, die Tlemcen-Bauern hier einfach ausschalten. Aber hey... Wir sind zwar großzügig, großmütig, aber so großmütig sind wir auch nicht. Wir beobachten einfach mal die Situation hier. Ich glaube fast. Und kümmern uns erstmal hier um unsere... Was sind das? Nationalisten? Ja. Wo kommen denn die jetzt alle raus hier? Verbessert die Hauptstadt. Erhält ein Grundsteuer in Paris. Minus 4000 Rekrutenreserve. Jetzt haben wir erst aufgebaut, Mensch. Oder Geld ausgeben. Ach, wir hauen die Rekrutenreserve raus. Wir brauchen die jetzt momentan eh nicht. Wir schauen mal kurz, wo die nächsten Rebellen rauskommen. In Fetzern. 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 Oh, nochmal hier. Im Ständemenü kann man, glaube ich, beim Klerus einen Inquisitor holen. Wir haben doch zwei Inquisitoren. Ne, aber die müssen halt mehr Leistung bringen. Das ist das Problem. Die müssen mehr Leistung bringen, damit die überhaupt was bewirken. Schau mal kurz rein in den Ständeüberblick. Ich vergesse das ja immer wieder, dass hier so viele Optionen noch drin sind. Was haben wir denn? Tradition, militärische Macht, Minister rekrutieren. Truppen ausheben, könnte man auch machen für Loyalität 15, dann wären wir bei 35. Das wäre ein bisschen zu wenig. Was haben wir hier? Beitrag erbitten. Wir könnten Kohle. Oh, Kohle, die können wir uns auf alle Fälle leisten. Das könnte man machen. Diplomatische Macht können wir auch anfordern. Oh, 20 Loyalität, das ist ein bisschen viel. Monopolcharters gewähren.
So, jetzt schauen wir mal beim Klerus. Inquisitor rekrutieren. Erhaltet einen Stufe 3 Inquisitor. Steht hier, wie viel der kostet. Der Stand Klerus erlangt 10 Einfluss. Die Anstellung dieses Beraters Stufe 3, das ist ein ziemlich teurer. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich so 3 Gold oder so oder 3 Dukaten zahlen. 2 bis 3 Dukaten. Aber wir brauchen den, ja. Wir brauchen den, damit hier unten die Unruhe rauskommt, damit unsere Missionare hier hübsch die Arbeit machen können. Ich hole den jetzt mal. Erlangt 10 Einfluss. Okay. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Wo taucht er auf? Hier ist er. Nee, hier ist er. Plus 2% hat er. Oh, das, nee, den kann ich mir nicht leisten. 6 Dukaten. Boah. Oh, kann ich mir doch leisten? Ha. Na gut. Wir warten noch kurz ab, bis die Kernprovinzen durch sind. Und dann holen wir uns den. Ah, jetzt haben wir wieder nur 5,76, ne? Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Stufe 3 ist teuer, ja. Das ist richtig. Wir schauen mal kurz ins Missionstab, was wir denn noch erfüllen können. Schwere Schiffe 20, das machen wir wirklich nur, wenn wir dann zu viel Kohle haben, einfach nur die Seemacht. Wir haben hier schon ziemlich viel erfüllt, mehr als 2000 Dukaten. Da müssen wir halt einfach mal, keine Ahnung, 5 Jahre warten, denke ich mal. Alle Provinzen im Gebiet Provence im Besitz. Moment. Sehe ich das irgendwo? Welche hier noch fehlen? Alle Provinzen im Gebiet Provence. Im Besitz von Frankreich oder seien nicht. Okay, aber das müsste doch eigentlich. Hier unten ist noch Provence übrig. Die waren ja auch noch hier oben. Ich dachte, man sieht das, wenn man draufklickt. Ah, jetzt. Ah, hier unten haben wir es. Okay. Also den Bereich müssen wir uns auch noch holen. Was ist das hier? Der Kirchenstaat. Uiuiui. Da müssen wir uns mit dem Kirchenstaat anlegen. Ist vielleicht nicht so schön. So, wir schauen noch mal rein. Stabilitätseinbruch. Jetzt sind wir wieder bei Null. Hm. Schade. Jean der Dritte de Valois. Ist da jemand gestorben jetzt? Ha, 4, 3 und 5. Das ist doch ziemlich gut. Er ist maßlos. Maßlos. Handelseffizienz minus 10%. Na gut. Neue Thronfolger 111. Oh Gott. Kann man denn wie Crusader Kings den vielleicht irgendwie um die Ecke bringen? Enterbt Adelaide und hofft auf einen fähigeren Thronfolger. Einen Schub von minus 50 Prestige kostet uns das. Uiuiui, da warten wir etwas ab noch. Ich muss gerade wieder lachen. Wegen der Provinz. Haha. Okay. Wie viel Geld ich für Korruption ausgebe, sollen wir da ein bisschen zurückdrehen? Das kann natürlich schon sein, dass ich hier ein bisschen zu viel ausgebe. 11, oh, ziemlich viel sogar. Machen wir es mal so, oder? Das ist ja eine fabelhafte Idee, Nepal. Habe ich schon wieder nicht mehr dran gedacht, dass ich das irgendwann mal erhöht habe. Weil hier oben die Meldung kam. Militärzugang aus Savoyen. Krieg mit Österreich und Florenz. Na, viel Glück, Mensch. Savoyen? Heieiei. Wie sollen denn die hier Land sehen? Okay, also jetzt kümmern wir uns mal hier oben. Dann können wir uns den jetzt gleich leisten. Den Missionar. Sehr schön. Und machen das auch. Was kannst du es lassen? Das heißt nur, dass du mehr Geld bekommst, wenn alles gekort ist. Verstehe ich jetzt nicht. Meinst du das mit der Korruption? Ich habe da letztes Mal nachgefragt. Und wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, sehe ich ja immer, um wie viel sich die Korruption dann verändert. Und ich lasse das einfach immer hier mit den 0,02 senken. Das reicht erstmal völlig, würde ich sagen.
mehr will ich da nicht ausgeben, ne, für das gesamte Zeug hier. Und hier ändert sich ja sowieso nichts mehr. Ich lasse das erstmal so. 0,02 ist doch ganz gut. Weil weil wir hier noch keine Kernprovinzen haben, haben wir viel Korruption. Aha, und dann wird das quasi immer besser. Gut, dann holen wir uns jetzt mal den doofen Missionar. Hier ist er. 6,18. Mann. Heftig. Aber wir können ja jetzt hier irgendwo, wo wir schon eine Kernprovinz haben, wo finde ich denn das raus? Können wir ja hier unseren Missionar herschicken. 1,2% monatlich. Heieiei, das ist jetzt nicht ganz so viel. 2%. Wir könnten, theoretisch könnten wir jetzt die Entscheidung noch machen mit den Förderkosten für Institutionen. Da wollte ich ja auch noch reinschauen, ob wir da schon irgendwas machen können. Da sind wir noch ganz am Anfang. Wir machen es für die Förderung, für die Missionierung. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Technologie. Wir sind bei der Diplomatie sind wir hinten dran. Hier sind wir vorne dran. Und hier sind wir auch vorne dran. Bei den Ideen, Einflussideen könnten wir investieren. Macht aber jetzt keinen Sinn, weil wir die Punkte, die diplomatischen Punkte brauchen wir ja für den Bereich. Das heißt, wir machen hier nichts, aber wir investieren in das Militär natürlich. Flankierung, Kulverin, Petrero, offenbar neue Einheiten und Schwarze Reiter. Schwarze Reiter hört sich immer gut an. Nee, Moment. Klassischer Tollfußfehler. Wir müssen warten, bis wir hier wieder ungefähr auf Null sind, damit wir Punkte sparen. Nein, schreibt der Nepal. Was meinst du denn mit Nein? So, die kommen jetzt raus. Perfekt. John, wo kommen die nächsten raus? 90. Kann ich da gleich irgendwie hinspringen? Offenbar nicht. 90. Die kommen raus in Sus. Noch nicht, außer du brauchst den Technologiefortschritt für einen wichtigen Krieg. Ja, dann habe ich es ja gerade noch vorher gemerkt. Genau. Also in Sus kommen die raus. Das heißt, wir bringen unsere 27 hier rüber. Die sind stillgelegt. Die machen nichts, unsere Transportschiffe. Sparen wir auch noch mal ein bisschen Kohle. Wir sind jetzt bei plus 11, das ist schon mal sehr schön. Und die nächsten Kernprovinzen kommen jetzt alle raus dann. Perfekt. Wir können ja vielleicht den einen oder anderen Punkt wieder hier in die Provinzen investieren. Und die Korruption steigt jetzt wieder. Moment. Jährliche Änderung von 0,36. Oh, ach, ich muss auf den unteren Wert aufpassen. Jetzt sehe ich es erst. Jährliche Änderung von 0 haben wir hier jetzt. Okay. Da müssen wir es ja doch hier. Da müssen wir ja doch hier hochfahren, Mensch. Hi. Ich habe immer auf den Wert drüber geschaut. Aber, jetzt geht's alles nach unten. Moment. Oh Gott, es passiert zu viel. Jede Menge Kernprovinzen. Und jetzt ist auch die Korruption nochmal runter, oder? Wunderbar. Also da machen wir hier auch so 0,05. Das passt erstmal. Wunderbar. Hallo Bill Berlin. Gut. Haben wir noch einen Kredit, den wir zurückzahlen müssen? Nein, müssen wir nicht. Die Inflation ist 1,41. Ich glaube, bis 2% oder so ist okay, oder? Bis 2% können wir es lassen. Jährisch, da kommen dann auch gleich noch welche raus. Oh Gott. Da haben wir jetzt gleich 4 Orte. In Haha auch, in meinem geliebten Haha kommen noch welche raus. Das ist aber nicht nett.
Die restlichen Kerne, so viel haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch eine. Und die ist jetzt auch weg. So, hier haben wir jetzt noch zwei Kernprovinzen, die wir mitnehmen. Haha, schön Nationalisten. 15, 15 und du lebst immer noch. Na Gott sei Dank, oder? Mensch, wer hätte das gedacht? Ich glaube, wir erreichen mal wieder den Punkt, wo es von selbst läuft. Ich will nicht zu viel sagen. Aber das war ja in Spanien Durchgang, war es auch so. Sobald wir eine gewisse Größe hatten und keiner uns irgendwie mehr jetzt so örtlich... Oh Gott, was ist denn hier unten los? Und keiner jetzt so großartig mehr sich getraut hat, da lief es dann eigentlich von selbst. Da mussten wir dann nur, in Anführungsstrichen, mussten wir dann immer nur auf die aggressive Expansion aufpassen. Und ansonsten ja, hielt sich das alles dann in Grenzen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen was einnehmen, wenn wir hier oben England noch einnehmen, vielleicht hier unten Tunesien, wenn wir hier alles blau machen hier, dann denke ich mal, sind wir schon ganz gut gerüstet. Ach, jetzt sehe ich es erst. Moment, jetzt hat sich hier tatsächlich Terra Incognita hat sich hier gelüftet.